Was dachten die Klone eigentlich über Jango Fett? Jango Fetts DNA wurde verwendet, um die Klone herzustellen. Doch nicht nur das, er blieb auch eine Zeit lang bei den Klonen, um sie zu trainieren. In dieser Zeit sahen die Klone ihn als großes Vorbild, wenn nicht sogar auch als Vater. Als jedoch die Zeit verging und es sich herausstellte, dass Jango Fett für Count Dooku arbeitete, gegen den die Klone kämpfen mussten, wurden sie etwas misstrauisch. Einige von den Klonen hatten dann noch die Hoffnung, dass Jango Dooku aufgrund irgendeines Versprechens folgte und dies nur wegen seiner Ehre tat. Als sich aber herausstellte, dass Jango Fett Dooku wegen dessen Credits loyal gegenüberstand, gab es immer weniger Klone, die ihn als Vorbild nahmen. Nach Order 66 schlug diese Dynamik allerdings wieder um, da sie nun stolz waren, von jemandem abzustammen, der so viele Jedi getötet hatte.